Bitte und Bühne Dominik Hartmann. Hallo zusammen. Ich habe einen kleinen Slam geschrieben zum Thema Identität. Und er heisst, wenn ich eine Blume wäre. So, warum bin ich und warum bin ich so, wie ich bin? Ist es ein Zufall oder Schicksal, Glücksfall oder doch Qual? War ich ein Unfall oder hat meine Eltern die Wahl? Warum kann ich nicht immer auf der Sonnenseite des Lebens stehen, immer alles durch eine rosa-rote Brille sehen? Und warum zum Teufel bin ich keine Blume? Als Blume wäre ich Befürworter der Schilder Rasen betreten, verboten, sonst würde ich noch zertreten. Der Gärtner, der mir eine Grube gräbt, hätte bei mir einen Stein im Beet. Der fiele nicht selbst hinein, denn das wäre fies und nicht gemein. Ja, wäre ich doch ein Spitzwegerich, wäre das Leben nicht schöner für mich. Oder ein Vergissmeinnicht, dann bräuchte ich nur das Tageslicht. Oder wäre ich bloß eine Rose, Königin der Blumen und Symbol der Liebe. Dann führte ich ein Leben ganz ohne menschliche Triebe, hätte nicht eine einzige Psychose und bräuchte noch nicht mal eine Hose. Ja, als Rose ohne Hose würde mich Bienen bestäuben und sich an meinen Nektar freuen, ihn aus mir raussaugen, mir keine Pause erlauben, an meinem Stängel rumrütteln und den Blütenstaub vor mir schütteln. Okay. Aber eine Sonnenblume wäre auch ganz schön. Dann würde ich immer auf der Sonnenseite stehen, das kann man schon am Namen sehen. Das Schlechte der Welt würde mir an der Wurzel vorbeigehen, denn meine Schönheit würde nie vergehen. Doch enden würde ich als Öl in der Flasche, irgendwo in einer Einkaufstasche. Oder vielleicht hätte ich Nazis, denn in der Nachbarschaft die alles sind. Also doch keine Sonnenblume. Aber auch Toten haben sie ja eher recht als schlecht. Auf einem Feld in Holland erblühen und ein genügsames Leben führen. Zusehen, wie sich die Windräder bewegen. Ganz benebelt vor sich hinleben. Doch von wo kommt denn dieser Nebel? Raucht da etwa einer? So ein Flegel. Oh mein Gott, was hat er in der Hand? Die grünliche Pflanze, die neben mir stand, konig eingerollt in weißlichem Papier. Warum nur? Warum kifft ihr alle hier? Warum müsst ihr Pflanzen töten, nur damit sich eure Augen erröten? Nein, nein, so will ich nicht beenden, also schnell den Titel ändern. Wenn ich ein Tier wäre, dann wäre ich eine Ente, denn Ente gut, alles gut.